ein Video veröffentlicht, wo ich euch die Frage gestellt habe. Ihr könnt mir jetzt eure Frage stellen und ich werde dann nach und nach Videos dazu veröffentlichen mit den Antworten. Und da kam unter anderem, wie kann man zu sich und seinem Weg stehen, wenn alle anderen deine Meinung und deinen Weg kritisieren? Dann das Thema Neid unter Frauen. Wie kann man rauskommen aus dem Vergleichen und sich minderwertig fühlen? Es waren zwei Fragen zum Thema Neid unter Frauen. Ich habe es euch eingeblendet und darauf möchte ich jetzt gerne eingehen. Die Frage ist ja, wie kann man zu sich und seinem Weg stehen, wenn alle anderen deine Meinung und deinen Weg kritisieren? Es kommt darauf an, wer kritisiert. Wenn es jemand ist, der das Leben hat, was du gerne hättest, würde ich hinhören. Das tut manchmal weh. Da bin ich komplett auf dem falschen Weg und da kommt jemand und kritisiert mich, aber dieser jemand lebt genau das Leben, was ich haben möchte. Da würde ich in die Kritik einsteigen und schauen, wie ich mich weiterentwickeln kann, weil ich genau das haben möchte, was die Person haben möchte. Ich gehe aber stark davon aus, dass in diesem Fall, was du mir jetzt hier geschrieben hast, dass es Menschen sind, die nicht das Leben, was du haben möchtest, und trotzdem dich kritisieren. Da ist es deine Aufgabe, was nicht immer einfach ist, damit zu leben, dass sie dich kritisieren dürfen. Natürlich darfst du Grenzen setzen, es kommt darauf auf den Ton an, aber wenn, also es gibt Familien, da wo ständig kritisiert wird, ja. Da darf man gucken, wie kann ich da jetzt eine Grenze setzen, dass ich nicht ständig kritisiert werde, sondern dass auch ich meine eigene Meinung haben darf. Das heißt, du darfst in dir selber erstmal gefestigt werden, dass du an dich und an deinen Weg glaubst. Die anderen müssen an deinen Weg nicht glauben, die können an den Weg nicht glauben, weil sie diesen Weg nicht kennen und weil sie das vielleicht nicht sehen und weil sie sich das selbst nicht erlauben und deswegen können sie das bei dir nicht sehen. Und da einen Weg zu finden, eine Grenze ziehen zu können, dass sie zwar kritisieren dürfen, es aber auch einen Punkt gibt und nicht durchgehend Kritik, 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 Kritik. Und dass du es dir auch erlauben darfst, dann zurück zu kritisieren. Gerade Menschen, die andere ständig kritisieren, so jemanden habe ich in meiner Familie, diese Person mag nicht kritisiert werden. Und ich mache das sehr gerne. Wenn ich dann dran bin, kritisiert zu werden, gebe ich es oft direkt zurück, weil die Person auch sehr viele Fehler hat. Und dann sehe ich, wie unangenehm das ist und diese Person einfach raus möchte aus dem Gespräch, weil es geht immer um die anderen, nicht um einen selber. Punkt. So, und jetzt das andere, Neid unter Frauen. Also Frauen untereinander können ziemlich eklig sein. Und ich glaube, das ist auch so ein Urthema, ein ganz, ganz altes Thema. Es fing schon in der Hexenzeit an, wo sich dann ja, Frauen untereinander verraten haben, weil die eine bessere Begabung hat oder was auch immer und sich gezeigt hat. Und damals konnte das sehr gefährlich werden, weil dann die Frauen verbrannt wurden, ne? Also wenn wir jetzt an die Hexenverfolgung denken, waren es ja keine Hexen, es waren ganz normale Menschen, so wie du und ich. So, also aus dieser Zeit kommt dieses unter anderem, dass wir Frauen untereinander anfingen, eklig zueinander zu werden. Es gab eine Zeit, wo Frauen zusammengehalten haben, wo Frauen sehr mächtig waren und es etwas friedlicher war, um einiges friedlicher war, weil Frauen nicht so Gewalt mit Krieg und so weiter nicht so gewaltbereit sind wie Männer. Dann zum Thema sich vergleichen und minderwertig fühlen. Ist ein interessantes Thema. Ich denke, jede Frau, wenn sie sich vergleicht, wird sich minderwertig fühlen, weil es immer Frauen gibt, die besser aussehen. Es gibt immer andere Frauen, die in irgendetwas besser sind. Immer, 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 immer. Und hier ist jetzt diese innere Kindbegleitung ganz wichtig. Das hört sich an, innere Kindbegleitung, ja. Also da müssen wir, nein, ich jetzt ernst bleiben, dann bleiben wir locker jetzt einmal. Also, innere Kindbegleitung. Wenn ich eine Frau sehe, die hat irgendwas, was ich nicht habe, und es macht mich neidisch, dass ich da auf mich zurückkomme und mein inneres Kind begleite. In der Regel, wie ich vorhin gesagt habe, hat das ja was mit der Kindheit zu tun, wo wir nicht genug geliebt wurden, gesehen wurden von unseren Eltern, weil sie das nicht konnten, nicht genug gewertschätzt wurden. Und da ist ein Anteil Kind in uns, das Angst hat, dass jemand anders besser ist, weil er wird ja dann mehr geliebt und mehr gefeiert und mehr gewertschätzt. Und wir alle wollen bedeutend sein, wir alle wollen geliebt sein. Was mache ich jetzt, wenn ich eine sehe, wo ich sehe, okay, die ist auf jeden Fall mehr geliebt? Ihr Mann behandelt sie gut, er gibt ihr alles Geld der Welt, er gibt alles, was sie möchte. Sie hat hübsche Kinder, es ist alles perfekt. Und ich fühle mich in dem Moment minderwertig. Dazu schauen, also dein inneres Kind begleiten, wie kannst du deinem inneren Kind Liebe geben? Wie kannst du, ich mache es so, dass ich mein inneres Kind mir vorstelle, wie es auf meinen Schoß kommt, setzt sich hin und dann frage ich, was los ist, warum es neidisch ist. Und dann fängt es an zu weinen. Weil es hat Angst, dass du vielleicht Papa oder Mama die andere besser finden. Das ist jetzt ein Beispiel. Ich habe das so in dem Falle. Tatsächlich habe ich da jetzt keine Probleme mit Neid auf anderen Frauen. Bei mir sind es immer dann andere Themen. Das ist immer hier so der Erfolg und ja, so ein bisschen eher das Materialistische, aber nicht das Aussehen. Oder ja. Genau.
zum Beispiel bei mir das Thema Erfolg, wenn ich dann jemanden sehe, der so ist wie ich, die Kinder hat, die das gleiche Leben hat, aber viel weiter ist, da spüre ich schon einen Stich und denke mir, okay, was ist das aber? Warum fühlst du da gerade Neid? Ne? Da ist ein Anteil in mir, der sie verurteilen möchte, die andere, eingebildete blöde Kuh. Ne? Natürlich hat sie es einfacher. Dann ne, bleib mal bei dir. Was ist da wirklich, sag mal? Und da ist einfach die Angst, schlechter dazustehen. Dass die Angst, bewertet zu werden und dass die andere besser dargestellt wird als ich, weil ich nicht gut genug bin, weil ich es nicht geschafft habe, weil ich nicht diszipliniert genug bin. Und das ist auch ein Thema aus meiner Kindheit. Und da reinzugehen und dann, genau, dann hole ich die kleine fünfjährige Samar zu mir, die immer wieder, ja, vielleicht gemaßregelt wurde, die perfekt sein musste, sonst wurde sie bestraft, und setze sie auf meinen Schoß und rede mit ihr. Und das Witzige ist, ihr Lieben, am Ende kommt ein ganz anderes Thema raus. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ist ja bei jedem was anders, hat die kleine Samar Angst, bestraft zu werden, körperliche Schmerzen zu spüren, weil sie bestraft wird. Das ist ihre größte Angst. Das ist was ganz anderes. Das ist also nicht die Frau, die viel weiter ist als ich. Es ist einfach Angst, fehlerhaft zu sein und aufgrund dieses Fehlerhaften bestraft zu werden. Und dann gucke ich, wie ich dieses einmal begleite. Das heißt, in meinen Gedanken umarme ich sie, bin liebevoll zu ihr, erkläre ihr, dass ich jetzt erwachsen bin. Also ich mache das jetzt nicht so, ach komm, so schlimm war es ja nicht, Papa hat es nicht böse gemeint, sondern ich nehme ihre Gefühle ernst. Es ist schlimm gewesen. Ich verstehe dich. Ich bin jetzt für dich da und ich beschütze dich. Und ich verspreche dir, niemand wird dich verletzen, weil ich bei dir bin. Und so gehe ich zum Beispiel jetzt damit um. Was ich dann noch mache, ist, dieser kleinen fünfjährigen Samar, die so viele Selbstzweifel an sich hat, mit ihr zu sprechen und ihr zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Das heißt, ich sage ihr das, wie sehr ich sie wertschätze, für all das, was sie bis hierhin geschafft hat, dass sie ein ganz, ganz tapferes, starkes Mädchen ist. Weil das, was sie da als kleines Kind erlebt hat, war nicht, das hört sich jetzt so Ding an, gell, aber war nicht so einfach und du hast es trotzdem geschafft bis hierhin. Also du bist ein ganz, ganz starkes, tapferes Mädchen. Ich liebe dich ohne Ende. Und was kann ich jetzt für dich tun? Und manchmal ist es einfach eine heiße Schokolade. Also, und genieße einfach meine selbstgemachte heiße Schokolade und schaue aus dem Fenster, wie ein kleines Kind. Also was braucht dieses kleine Kind, um wirklich das Gefühl zu haben, von mir, nicht von jemandem anders, gewertschätzt und geliebt zu sein? Manchmal, wie kleines, haben wir sich einfach schminken und schön anziehen und rumtanzen. Dann mache ich das. Das heißt, wir geben das unserem inneren Kind, was es sich von den Eltern gewünscht hat. Das können wir dann in dem Falle tun, um uns nicht mehr minderwertig zu fühlen. Und Thema Vergleichen brauche ich jetzt gar nicht zu sagen, vergleiche ich nicht, guck dir das alles nicht an. Wir können das uns natürlich anschauen, was da draußen alles für wunderschöne Frauen gibt, aber sei dir immer wieder bewusst, es gibt immer welche, die schöner sind und das heißt aber nicht, dass sie besser sind. Niemals. Genau wie die Bäume im Wald. Es sind so viele, es ist kein Baum der gleiche. Obwohl es eine Eiche ist, es sind 10 Eichen, aber es sind 10 verschiedene Eichen. Und kann sein, dass du die eine viel schöner findest als die andere. Aber jede hat ihre Berechtigung, ihre Daseinsberechtigung. Und wenn wir uns den gesamten Wald ansehen, ist er märchenhaft schön. Und da ist keiner minderwertiger als der andere. So, das ist zu diesem Punkt. Ich werde dann nochmal weitere Videos drehen zu den anderen Fragen, die gestellt wurden. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.